Ist hier noch jemand in der Umkleide? Ja, doch nicht. Was machen die Arme? Was schlimm geht es wieder? Das Schlimmste. Das sieht aus so einem Rübenflügel, dann muss das natürlich nicht heraus. Alter, dann könntest du sagen, dass du wohl die Rücken einfach vorne liegen, wenn du möchtest. Dann wird es noch schlimm. Wenn du da mit jetzt den Rhythmus für drei Schläge, dann bist du echt stabil im Zentrum. Das ist ja erst 2 Minuten vor 7. Ich kann noch ganz entspannt sitzen. Ja, ja, da nicht, weil da läuft ein Versorgungskabel für diese Netzwerke. Ganz schön groß aufgegangen. Ne? Hattest du nicht gesagt, wie ich? Ja. Gestern war hier ja die ganze Zeit geschlossen im Sonnenschein. Auch das, wo ich im Nahen reingekommen habe, die Tür aufgemacht. Einen Schritt zurückgetaugt. Ich dachte, Halleluja, dafür gehst du aber. Entschuldigung. Das ist wirklich ein sehr intensiver Geruch. Aber schön sind die. Ja, kommt keiner mehr gefangen an. Weil es für die Online-Leute vielleicht unfair ist. Nein, 2 Minuten verpasst. Ja, ich mach's. Okay. Das muss man ein bisschen mobilisieren.
Zungentiere. Hey! Hey! Nee. Hey! So! Hey! Zieh! Hey! Wo? Hey! Wo? Hey! Zitz! Hey! Otz! Hey! Bl! Hey! Zill! Hey! Itz! Hey! Nee! Hey! So! Hey! Zieh! Hey! Wo? Hey! Wo? Hey! Zitz! Hey! Otz! Hey! Bl! Hey! Zill! Hey! Itz! Hey! Nee! Hey! So! Hey! Zieh! Hey! Wo? Hey! Wo? Hey! Zitz! Hey! Otz! Hey! Bl! Hey! Zill! Hey! Itz! Hey! Nee! Hey! So! Hey! Zieh! Hey! Wo? Hey! Wo? Hey! Zitz! Hey! Otz! Hey! Bl! Hey! Zill! Hey! Hier die Kreislosung. Das ist abwechselnd rechts und dann links. Fangen wir mit dem Alter. Itz. Hey. Nee. Hey. So. Hey. Zieh. Hey. Wo. Hey. Wo. Hey. Titz. Hey. Putz. Hey. Bl. Hey. Zül. Hey. Itz. Hey. Nee. Hey. So. Hey. Zieh. Hey. Wo. Hey. Wo. Hey. Titz. Hey. Putz. Hey. Hey, hey, it's hey, wie, hey, so, hey, sie, hey, wo, hey, wo, hey, sitz, hey, uns, hey, will, hey, zu, hey, it's hey, wie, hey, so, hey, sie, hey, wo, hey, wo, hey, sitz, hey, uns, hey, will, hey, zu, hey. Ich wieder die Hand in die Kiste. Links als erstes. Links. It's hey, wie, hey, so, hey, sie, hey, wo, hey, wo, hey, sitz, hey, was, hey, hey, zu, hey, it's hey, wie, hey, so, hey, zieh, hey, wo, hey, wo, hey, zitz, hey, otz, hey, will, hey, zu, hey, itz, hey, wie, hey, so, hey, zieh, hey, wo, hey, wo, hey, zitz, hey, otz, hey, will, hey, zu, hey, itz, hey, wie, hey, so, hey, zieh, hey, wo, hey, wo, hey, zitz, hey, otz, hey, will, hey, zu, hey. Hey, gut. Wie haben wir? Jetzt schneiden wir von rechts. Itz, hey, wie, hey, so, hey, zieh, hey, wo, hey, wo, hey, zitz, hey, otz, hey, will, hey, zu, hey, itz, hey, wie, hey, so, hey, zieh, hey, wo, hey, wo, hey, zitz, hey, otz, hey, will, hey, zu, hey, itz, hey, wie, hey, so, hey, zieh, hey, wo, hey, wo, hey, zitz, hey, otz, hey, will, hey, zu, hey, itz, hey, wie, hey, so, hey, zieh, hey, wo, hey, wo, hey, zitz, hey, otz, hey, will, hey, zu, hey. Ja, ich erinnert euch, die Grundform von Schulanski in der Position ist ganz anders gehalten als Kisagiri oder Schulanski bisher. Die Füße stehen mit den Fußaußenkanten parallel, also so etwas einwärts gedreht. Die Knie beugen sich deutlich, dass sie vor dem Vorderfuß und der rechte Fuß ist etwas nach vorne versetzt. Die Hüfte ist ganz im rechten Winkel zur Bewegungsrichtung ausgerichtet, nicht seitlich gedreht.
So, vom Zentrum, zu dem sich das Schwert im Griff annähert, stoßen wir mit einem Schiebeschritt nach vorne und mit einer Bewegung genauso zurück. Bleibt immer tief gelagert, sodass ihr beim Ankommen in der gleichen Position ankommt wie beim Losgehen. Und manchmal gehen wir in die Richtung weiter, in die wir gerade unterwegs waren. Okay. Also, it's hey, it's hey, it's hey, it's hey. Lass uns heute ein bisschen Kontakt mit uns zum Anfang machen. Und wenn wir diesen Kontakt kurz hinter der Spitze berühren sich die Schwerter, weil wir beide genau über der Linie stehen wollen und unser Schwert genau über der Linie halten wollen, entsteht ein satter Kontakt, der spürbar ist, vom Zentrum. Wir drücken nicht mit den Händen gegen das Schwert, weil wenn ich das machen würde, könnte Silvia das Schwert nach unten nehmen und ich falle aus der Linie raus. Sondern mein Zentrum ist dahinter. Okay, so verbinden wir uns stabil. Einer führt entweder rückwärts oder vorwärts. Okay. Die Aufgabe von dem Übungspartner ist, den Abstand nicht zu verändern. Okay, los geht's, probiert es. Ich führe. Ich werde schon darauf achten, dass du hinter dem Platz bist. Ist gut. Das ist was. Auch das wird nicht mal. Zu dritt ab. Ja. Okay, bitte schaut noch mal ganz kurz. Es gibt ein paar Dinge zu beachten. Nach vorne schauen. In meine Nähe. Den Kontakt, den wir nehmen, nehmen wir so, dass unsere Spitzen in etwa zum Brustbein ausgerichtet sind. Aber wir müssen die Spitzen maximal in der Höhe halten. Die darf nicht noch höher kommen. Weil alles, was dahin geht, gefährdet sowohl die Zähne als auch die Nase als auch die Augen. Insbesondere, wenn man plötzlich den Bewegungswechsel nicht hinbekommt. Und in die Gegenbewegung hinein. Okay.
Aus Sicherheitsgründen haltet ihr das Schwert auf jeden Fall tief. Denn selbst wenn man sich mal da am Abdomen trifft, da ist relativ viel Muskulatur und vor allem auch die Jacke. Es ist also nicht so dramatisch, da sich zu berühren. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir nicht, oder vor dem Hintergrund, dass wir nicht ausweichen. Wir bleiben exakt auf der Linie. Wir gehen also nicht in den Sicherheitshand, okay? Sondern bleiben da. Wenn wir es mal nicht schaffen, den Bewegungswechsel hinzukriegen und wir kommen in diese Situation, dann ist es nicht so schlimm. Wichtig ist es dann, im Anschluss zu korrigieren. Ein wichtiger Aspekt ist die Art und Weise, wie man geht. Tatsächlich ist das ein bisschen so, als würde man auf einem Drahtseil balancieren. Das heißt, die Fersen nehmen kaum Kontakt, sondern es ist mehr der Vorderfuß. Dadurch, dass die Knie sich beugen, ist die Ferse relativ leicht auf dem Boden oder fast abgehoben. Und außerdem bleiben wir mit beiden Füßen über der gleichen Linie. Wir gehen also nicht rechts und links davon, ja, sondern schließen die Füße und bleiben immer auf der gleichen Linie. Möglicherweise seht ihr, dass ich sehr, sehr deutlich gebeugte Beine habe. Okay? Das ist meine normale Standhöhe. Und ich gehe hier hin. Das hat damit zu tun, dass ich, wenn ich die Beine so benutze, also die Knie deutlicher beuge, eine Vorspannung in meiner Achillessehne entsteht. Und ähnlich wie bei allen Startabläufen von Laufsportarten, ist dadurch ein plötzlicher Energiegewinn oder daher ein plötzlicher Energiegewinn aus der Achillessehne möglich abzuschöpfen. Das heißt, je tiefer ich gehe, desto mehr Vorspannung kriege ich in die Achillessehne und ich kann deutlich eher losgehen, als wenn ich hier oben stehe. Weil ich letztlich das Gewicht, das Körpergewicht und den Schwerpunkt leichter vor und zurückgeschoben habe. Kleine Schritte zu machen, ist wesentlich sinnvoller als große Schritte zu machen. Denn wenn ich wenige große Schritte mache, unterstütze ich immer wieder mein Zentrum voll und stabilisiere das durch einen, sagen wir mal, stabilen Stütz. Das ist eine Bremse eigentlich. Hingegen, wenn ich kleine Schritte mache, dann kann die Füße unter dem Zentrum pendeln. Und man kann viel leichter Bewegungsrichtungswechsel ausführen. Ein letztes, wenn ich beobachten möchte, wo mein Partner hingeht, macht es nicht Sinn, einen Punkt zu fixieren mit den Augen. Zum Beispiel das Schwert versuchen zu sehen. Oder irgendwas anderes. Ich muss auch nicht punktuell auf die Füße gucken, sondern am besten die gesamte Silhouette des Partners wahrnehmen, indem ich horizontal nach vorne schaue und über die periphere Wahrnehmung auch die Füße sehe. Denn dann sehe ich, ob der Partner Gewicht verlagert nach vorne und nach hinten. Was ein Indiz dafür ist, dass er in die eine oder in die andere Richtung gleich losgehen wird. Es ist nämlich unmöglich, nach vorne Gewicht zu verlagern und gleichzeitig nach hinten loszulaufen. Und das kann man erkennen, wenn man auf diese Nuancen achtet, wie der ganze Körper sich verhält. Ich kann zum Beispiel andeuten, als würde ich einen Schritt machen, aber ich verlagere überhaupt gar nicht mein Gewicht. Insofern gibt es keine Änderung. Aber wenn ich mein Gewicht verlagere, ist es deutlich zu sehen, dass ich meinen ganzen Oberkörper. Okay. Das sind alles Kleinigkeiten. Achtet nochmal darauf, die Spitze ist nicht so hoch. Ihr macht kleine Schritte, als würdet ihr auf einem Drahtseil balancieren, mit deutlich gebeugten Knien, sodass die Fersen entlastet sind. Und beobachtet dabei den gesamten Körper des Partners. Als Folgender muss man auch den Gewichtswechsel im gesamten Körper schauen. Okay, los geht's. Das ist
dann gestern das Tiefste bedingt. Und meine Nacht ist dann auch kariert, wo du dir schmerzt sehr. Ja, was ist denn das? Ja, also Bauchkribbeln so wunderbar. Was gemeint von? Hast du den auch für die Seite weg? Ja, ja. Der war mal kaputt und dann habe ich jahrelang daran nicht gemacht und dann wurde der auch wieder. Und dabei haben wir dann festgestellt, dass die Männer schon nicht groß sind, aber die sind auch nicht. Und den ist die noch zu üben. Die ist ganz im Haus rausgenommen werden. Okay, gut. Ima. Und wir kommen nochmal zurück zu dem, was wir letzte Woche gesehen haben. Wir können uns kurz hinstellen. Form des Schwerts. Wir wollen damit mit dieser Übung gleich in Verbindung was entwickeln. Okay, wir haben letztes Mal geübt, das Schwert horizontal zu ziehen. Wir sind tief gegangen, haben den Fuß nach vorne gesetzt, das Schwert gedreht, die Spitze herausgerufen, dann tief, das Schwert gedreht und den Fuß positioniert, vorgeholt, rotiert und wieder alles so. Ihr erinnert euch, wiederholt es noch mal. Zurück, legst du das Schwert mit dem Schwertrücken von der Griffposition, wo das Zuband normalerweise steckt, auf den Handrücken der linken Hand, ziehst es darüber, bis du das Schwert in den Fingerspitzen verschwinden spürst. Nee, das mache ich jetzt. Die beiden Hände nähern sich an. Und dabei die Rotation genau gegenläufig zu dem, was du gerade gemacht hast. Also Bein ziehen, rotieren raus, um das Schwert, diesen Punkt, der jetzt weg ist von diesem, mit dem zusammenzubringen, rotiere ich nach vorne, dann rotiere ich zurück, um das Schwert wieder in Hand zu laufen zu lassen. Dann geht raus, da ist das Schwert jetzt nach vorne, willst du das hier hingeführt, jetzt willst du diesen Punkt und diesen Punkt gemeinsam annähern, auch ein kurzes Video.
Ich würde das nicht. Komm hier mit vor, damit zu der. Okay. Jetzt rotierst du ja rum, ein bisschen mehr Ausrichtungslage. Die Hand nicht öffnen, solange die Spitze unterschiedlich ist. Du darfst hier, du ziehst nicht die Hand öffnen, bevor nicht die Spitze durch die ganze Hand wieder rein. Okay, schneiden nach oben. Ah, okay. Ja, genau. Du rotierst nach außen. Ja. Ja, und hast du gemerkt, ja, wie du das schwer verhebelst und dadurch die Hand wegkreist? Deswegen mal die Zielrichtung mit dem Griff ist, bis das die Spitze zwischen den Fingern ist, ist sehr gerade. Was du machst, ist zur Seite, als würdest du schon die Finger hochbringen, aber das geht ja noch nicht. Du hast ja noch eine Zeit. Erst jetzt, wenn du die Freigeräume mal wieder hochbringen. Ganz gerade rausnehmen. Gerade. Und dann, jetzt kannst du bringen. Genau. Dann hat das auch gar keine Hebelwirkung auf die Hand. Oder auf die Seite. Der Zielpunkt klar ist, sowohl mit dem Griff als auch mit der Spitze, als auch mit dem Griff. Ja, aber ich sehe das. Geht doch besser. So. Um diese Punkte zu finden, wo das Schwert ist. Jedes Mal, wenn es beschleunigt wird, ist es eigentlich ganz geradlinig unterwegs. Okay. Wir wollen eine Übung einstreuen, damit besser die Bewegungsführung des Schwertes sichtbar wird. Das müsst ihr jetzt auf ein bisschen näheren Abstand machen. Wir sind immer noch weit genug weg. Und zwar: Griff, Schwertspitze und Griff berührt den Gürtelknoten von Hakama. Okay? Und die Ausrichtung des Schwertes im Verlauf des Zugs für die Spitze zum Avisieren des Treffpunkts und für das Zurückführen zu klären. Okay, denn wir wollen das geradlinig führen, dorthin kontrollieren, wo der, also zur Mitte hin kontrollieren, und geradlinig führen, bevor wir es zurück oder in der Bewegungsrichtung, wo wir unterwegs sind. Okay? Ein paar mehr unterwegs. Weil manche von euch ziehen so. Das heißt, der Griff zeigt irgendwo um die Ecke. Ne? Dahin. Anstatt
nach vorne zu gehen. Ich möchte, dass ihr das deutlich spürt, dass ihr nach vorne geht. Dann, manche gehen viel zu weit mit dem Schwert. Rotieren also nicht die Spitze nach vorne in die Mitte zwischen mir und dem Gedanken gegenüber, sondern versuchen mit dem Arm oder mit der Hand eine große Bewegung zu machen. Aber eigentlich wollen wir das Zentrum aktivieren und die Spitze dadurch nach vorne tragen. Okay. Wenn man auch noch die Hand und den Arm hinzufügt, dann bekommt natürlich die Klinge mehr Schwung. Aber der Ursprung der Bewegungsführung stammt aus der Körpermitte und der Rotation und der Körperlängsachse von der Hüfte. Und genauso umgekehrt. Erst wenn mein Schwert geradlinig ausgerichtet ist zwischen uns, kann ich das auch geradlinig zurückführen in die Seite. Ich will nicht von da irgendwo loslegen, sondern erst die Richtung einbringen. Okay? Los geht's, probiert das. Du überlegen, wie viel Druck und Winkel du in dein Handgelenk tust. Schau, wenn ich hier und da, das abhängig davon, wie viel Winkel ich in meinem Handgelenk habe, wie weit ich reiche. Ja, einige. Das ist natürlich auch den Ohren und so. Lassen, aber es sind noch Alternativen, die wir rausziehen. Okay. Und jetzt merkst du, du führst zwar die Bewegung aus, aber die Korrektur zum Schluss, den Griff vor meinem Zentrum zu bekommen, folgt der Bewegungsführung nach. Es ist also nicht so, dass du sozusagen die Grundform so ausführst, dass du automatisch da landest, sondern du machst die Grundform und merkst, oh, ich muss weiter los. Also ideal wäre es so, dass du jedes Mal mit dem, sagen wir mal, Umkehrpunkt dort ankommst, wo wir jetzt das Ziel sind. Ja, da ist was verloren gegangen von dieser Führung, das war jetzt zu schmal. Genau. Man kann auch gleichzeitig, wenn man einen Fußpartner zum zweiten von vorne und von hinten. Ich habe hier auch einen Punkt. Und los geht's. Okay. Ja, das erhöht auch die Sensibilität. Und dann wird es wirklich nicht zu wenig. Das macht es nicht so spannend, das ist wichtig.
Genau, ne, eben hast du einfach zwar den Anfang so geführt, aber dann schnell umgegriffen. Das sagt man eben. Leg doch bitte nochmal die Spitze auf deinen Brustbein, nicht auf deinen Bauch ab. Und dann beide Punkte. Also, du greifst sehr viel kürzer, viel schwerer, als es möglich wäre. Tatsächlich wäre für dich das Schwerpunkt 2 oder 3 Zentimeter zu lang. Ja, das ist sogar gut, weil da greifst du ungefähr. Und es ist fast marginal, nur ein Stückchen weiter vor dem Zimmer. Ja, stopp. Denn jetzt, wenn du mal deine Hand anschaust, die Greifhand an der Position, wo du die Griffen hast, geh mal weg. Jetzt bist du da. Eben haben wir herausgefunden, dass du im Prinzip bis dahin ziehen kannst. Schmale Öffnung, die wirst du nicht finden, indem du die Spitze mit dem Abstand erhebst. Deswegen hat es diese Aufgabe, die Klingen über die Finger laufen zu lassen. Und dann spürt man genau, wann die Öffnung gereicht ist, wenn man mit den Fingern vorne ist. Also nach dem Herausziehen des Zentrums muss das das sehen. Hier habe ich meine Seite in Hand, mit dem Bereich der Hand öffnen, die Seite mit dem Finger und Daumen. Mit der Handgabe den Schwingrücken aufzugreifen und dann weiter. Dann willst du hier letztes Mal in den Schwingrücken reinführen, das ist das. Das ist ein wichtiger Weg. Auch wenn wir das nicht nur simulieren, wenn wir keine Zeit haben, würde das alles so gut werden. Okay. Das meine ich. Du findest so, wie ich sage, ja, genau, da kannst du ansetzen, dann kannst du da ansetzen. In die andere Richtung greifen. Jetzt musst du den Abstand ein bisschen korrigieren, damit du ideal gar nicht so weit weg sein musst. Ja, aber das. Ja. Stopp, da haben wir es wieder. So findest du die Saya-Kante. Nee. Ich fange von der Hand ab. Ja, genau. Zusammen und jetzt rotieren, sodass es wird. So rotieren am Platz, ohne zurückzugehen, dass du ihn noch berühren kannst. Und dann jetzt. Das geht ja schon. Die Sensibilität ist genauso erscheint. Wir können den Beiziehen. Wie kann ich mal in diesem Zwischenraum bewegen? Genau. Und auch beim Zurückführen. Lieber ist das warm. Es gibt Techniken, wo man mit dem Griff arbeitet. Im Ziehen, wenn ich zum Beispiel ein Schwert habe. Der deutet an, dass er ziehen will. Kann es sein, dass ich ihn sortieren will und seinen Griff und seine Hand legt. Und er niemals die Chance hat, sein Schwert zu ziehen. Okay, deswegen ist es so wichtig, dass wir in jeder Lage sowohl Bewusstsein über die Spitze als auch Bewusstsein über den Griff entwickeln, um damit früher zu kommen. Okay. Bring am Arm an. Ja.
So, wir werden jetzt mal gucken, ob wir das hinbekommen. Zusammen. Also gerade, wenn du nochmal ganz schwer zur Seite nimmst, dann werden wir die entfernen. Ich habe sowohl den Griff auf der Spitze als auch wieder den Obstschuh. Wieder den Griff dort an den Punkt gebracht. Wenn ich jetzt nach innen, ist das auch deine Entfernung von mir? Ja, du greifst ja ein bisschen kürzer, es muss also 5 cm kürzer sein. Verdoppeln wir also diese Distanz? Nein, nein, ich habe doch schon verdoppelt. Wo war das? Hier? Probieren wir noch. Aha, okay. Das ist dieser Abstand. Oh, wo war denn die letzte Berührung? Eins. Ja, die habe ich gemerkt. Eins, zwei, drei. Okay, Josef habe ich gerade eben gezeigt, warum das wichtig ist. Es gibt Techniken, die wir mit dem Griff führen, nicht mit der Spitze. Also nicht alle Techniken beim Ziehen des Schwertes basieren darauf, dass man mit der Klinge was machen möchte. Du willst ziehen. Warte, du willst ziehen. Okay, das ist auch Teil der Waffe und wird mitunter benutzt in Form. Okay, nochmal die Distanz. Der Mann kommt von Hölzchen aus Stöckchen. Überhölzen und Stöckchen auch Bocken. Und ich doppel die Distanz. Und jetzt haben wir drei Kontaktpunkte, richtig? Griff, Spitze, Griff. Ja, müssen wir es nochmal zeigen oder habt ihr schon verstanden? Los geht's! Ja, merkt ihr den Unterschied zwischen dem ersten Bewegung und der Spitzenbewegung und der letzten Bewegung, wie viel Gewicht oder Druck ihr habt? Im Idealfall sollten die gleich sein. Man kann ja mehr Druck nehmen, aber dann bin ich ja. Los geht's. Jetzt ist es perfekt. Ihr braucht das nicht feste machen. Wir müssen nur bis zu diesem Punkt kommen, wo ihr merkt, da ist die Berührung. Okay, nochmal herschauen, bitte. Nochmal sich hier, weil die Praktikum gab. Als ihr eben geübt habt und nur einer diese Bewegung gemacht hat, habt ihr sowas gemacht? Darf ich mal? Ja.
Braucht es eine Antwort? Nein, ihr wart sehr vorsichtig und umsichtig mit eurem Partner. Richtig? Ihr habt ganz genau gezielt. Weil ihr wolltet ja genau diesen Gürtelknoten sowohl mit dem Griff als auch mit der Spitze berühren. Ja, nicht draufhauen. Und manchmal habe ich korrigiert und gesagt, Achtung, beim Zurückführen sollte ich auch berühren. Und ihr sollt nicht an der Flanke anlangen mit der Spitze, sondern wirklich in der Mitte. Es geht darum, das Schwert kontrolliert zu bewegen. Das war die Aufgabe. Dieses Ziel anzunehmen. Wenn wir das jetzt beide machen und genau diesen Punkt genauso sensibel und fein treffen und berühren wie gerade eben, wie wird sich das anfühlen? Wie wird sich das anhören? Versucht das noch genauer zu machen und ändert nicht die Lage der Treffmomente oder der Berührungsmomente in der Ebene oder im Platz des Schwertes. Das war die Spitze, da, der Griff, da, nochmal, oder umgekehrt der Griff, Spitze, es war nicht seitlich an der Klinge irgendwo. Es war nicht mal Brust hoch, mal, sagen wir mal, Hüft hoch. Okay? Probiert es mal. Und die Form hat sich geändert. Ist ein Indikator dafür, dass ihr zu nah seid. Ne? Okay. Ja, ich würde sagen, ja, vielleicht müssen wir hier nochmal von Ausgangspunkt, so wie wir es hier gezeigt haben. Ein für das. Ja. Ja. Das war so sauber. Okay, das ist also der Abstand, den du hast. Zu diesem Punkt. Ich markiere den jetzt. Jetzt müsstest du mal umkehren. Du musst. Was ist denn die Karte vorher? Das ist dein Abstand. Okay, bis darauf, dass du zum Schluss wirklich deutlicher nach vorne konntest, um nochmal sein. Musst du eigentlich ja gar nicht machen, kannst du dich hier schlagen und warten, dass du auch bis dahin. Ah, okay. Du hast, ich markiere jetzt mal die Zielseite zu erfahren, das ist ungefähr die Mitte, und los geht's. Kommt dir mein Schwert an. Mein Schwert müsste dir jetzt zeigen. Okay. Das ist ja noch nicht so eine natürliche fließende Ablauf, sondern jetzt ein ganz schwieriges Suchen. Im Idealfall solltet ihr diese Punkte genau finden, weil ihr euren Bewegungsablauf bis zu diesem Punkt einsetzt. Also nicht den anderen finden, sondern diesen Halten an, den wir vorher rein müssen. Du bist jetzt schneller gewesen. Und weil du schneller warst, bist du über die Mitte hinausgeschossen, sodass die Mitte vor. Im Idealfall, wenn ihr beide gleichmäßig und gleichzeitig bewegt, dann schießt keiner über diese Mitte hinaus, sondern es berührt genau da. Ganz leicht wird das passieren. Letzten Mal beim Zurückführen
war hier ganz kurz davor. Beim ersten Mal war es ganz gut. Da warst du ein bisschen über die Mitte hinausgekommen. Über den Punkt, wo du jetzt nicht so kennst. Und bei den Gebühren spitzt, das war sehr fadig. Ne? Ein bisschen mehr als aber egal, er macht es viel feiner. Das ist die Aufgabe. Ne? In der Anpassung an die Bewegungsgeschwindigkeit, in den Bewegungsumfang des Partners mit in Kombination der Angleichung an den eigenen Bewegungsumfang, berührte ich ganz sachte. Es geht nicht darum, dagegen zu knallen oder schwer zu stören oder wegzustoßen, sondern nur an diesen Haltepunkt heranzukommen. Okay? Noch leichter. Nicht zu gehen. Nochmal. Oh. Okay. Habt ihr mit der Spitze oder mit der Klingenkante den Kreuzpunkt da in der Mitte gemacht? Ja, nicht gehen, aber so ein Stück. Das heißt, ihr kommt über den Zielpunkt, über die Zielweite, ein Stückchen hinab. Das müsstet ihr anpassen. Das hat was mit Distanz zu tun. Es geht ja darum, eine Distanz zu finden, in der ich hier auch Platz mache, wenn ich das mache. Da bin ich, da ist mein Platz. Ich will gar nicht dahin irgendeine Wirkung, einen Schwimmstoß oder so. Ich will so wissen, wie ich mein Schwert innerhalb dieses Bewegungsradius bewege. Wenn du das genauso machst, ja. Dann haben wir irgendwo zwischen uns genau gleich. Es ist gar nicht wichtig, den anderen sozusagen zu sehen oder wegen den anderen zu kommen, sondern ich gehe zu diesem imaginären Punkt. Ich war da ein bisschen zu schnell. Ich versuche das auch noch im gleichen Timing zu machen. Spitzenbildung war ein bisschen unheimlich. Ja, viel besser. Jetzt habe ich zum Beispiel wieder gewartet, weil ich war immer maximal, dann bin ich schon so lange, weil ich ein bisschen hergekommen bin, durch dieses neue Reinkommen. Okay, ich verstehe, worum es geht. Es ist nicht die Aufgabe, schnell zu sein oder diese drei Punkte schlicht zu finden, sondern ganz genau zu erreichen. Okay? Ich glaube, es ist immer noch zu viel. Ich muss schon mal, dass wir das noch mal auf lange gehen. Okay. Sehr gut. Wieder kleiner. Ja. Spaß gemacht. Würdest du dich mal als Kind platzieren? Ja, stopp. Und du kannst das Schwert erstmal an der Seite setzen. So. Jetzt habe ich folgende Aufgabe. Ich gehe auf ihn zu und dann muss ich irgendwann genau die Distanz finden, wo ich meine Ziehweite und die Reichweite eingenommen habe, wie wir gerade gemacht haben. Erstmal machen wir das allein. Abwechseln. Das war nicht so präzise. Mein Treffer hat seitlich getroffen. Nicht in der Mitte nach dem Schwertspitzen. Muss genau sein. Und man zerfällt auch. Ja. Kenn ich doch irgendwo. So, dann bist du wieder mit dran. Bisschen weiter. Das waren 2 Meter, da hast du wirklich viel zu tun. Kommt ruhig ganz ruhig. Und dann exakt Zielreichweite, die Wirkungsreichweite. Okay, und dann, wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, dann kommen wir beide aufeinander zu. Okay?
probieren, dass es losgeht. Warte mal, bis die sich entschieden haben, wo die sind. Okay. Ich bin. Sehr schwierig. Also, alles. Okay. Kommt zu mir. Ja. Du kannst an. Ich hab schön. Nee, du kannst an. Du hast noch gerade gemacht, dann hast du vier hintereinander. Wenn du jetzt vier machen kannst. Okay. Kannst du noch das ist eigentlich der letzte. Und noch zusammen? Eigentlich gar nicht ganz so weit weg. Aber es ist nicht so schlimm. Ja, aber es wird nicht mehr. Lass uns noch was weiter weggehen. Am besten probiert man sogar die Anstrengung, wo man das geht. An das Schritt verhält uns. Aber das ist auch wichtig zu wissen, ne? Wenn es sich erstmal auf diesen Raum bezieht, ist das schon mal eine gesicherte Größe. Wir haben das für eine Arbeit entwickelt. Aber ja, man kann das gut spielen, wenn der Raum nicht mehr rauskommt. Manche einen sind schon viel, was erstmal die gleichen Distanzen zu bilden. Okay, gut. Wir wollen noch eine letzte Übungskombination machen. Vorhin haben wir aus dieser Position jetzt wäre diese Distanz, wenn du dein Schwert auch zur Seite nimmst, also wäre zu knapp. Ihr habt gerade gelernt, dass dieser Abstand möglich ist, damit wir beide unsere Führung ausführen. Aber wenn du deine Bewegung, dieses Ziehen und wieder zurückführen in dieser Distanz ausführst, kannst du mich nicht erreichen. Okay? Nicht zu weit weg. Folglich machen wir Folgendes. Ich führe vorwärts und rückwärts und du hältst diesen Abstand. Es sei denn, ich mache den Abstand klein. Dann musst du deine Zielübung machen. Also, sobald ich in der Reichweite bin,
Sobald ich in der Reichweite bin, dieser Distanz, machst du deine Übung zu ziehen und mit diesen drei Kontakt um zu arbeiten. Okay? Hier geht es nicht. Du folgst mir. Du hältst zunächst mal diesen Abstand. Das ist zu nah. Okay. Es gibt also einen Moment, wo ich versuchen werde, den Abstand zu verändern, dass indem ich einen Bewegungsrichtungswechsel so ausführe, dass er für dich nicht so leicht nachzuführen ist. Und anstatt zu versuchen, den auf Gedankenleer zu halten, machst du deine Übung, wenn ich dann in diese Nähe komme. Nur nochmal, das ist eine häufige Übung zu Anstand vielleicht, aber warum nicht? Wir arbeiten jetzt mit diesen zwei schweren Längen entfernt. Ich führe. Du könntest ja faul sein und sagen, hey, wenn du nach vorne kommst, dann zieh ich einfach. Okay, probiert mal. Das ist ein Spiel. Los geht's. Ja, zusammen. Wir gehen jetzt los. Ja, den will ich. Ich habe hier schon meine Position eingenommen. Ach so. Okay. Das ist interessant, weil du sowohl beim Rückwärts als auch beim Vorwärts geht in der Bereitschaft sein musst, zu sagen, hier ist mir zu eng, hier muss ich agieren. Vorher kann nichts passieren. Zwei Meter Abstand, so zwei Schwerlänge Abstand, dann sind wir eigentlich sicher. Aber wenn ich das unterschreite, ob ich vor- oder rückwärts laufe, ist völlig egal, ob es durch ein Missverständnis des Kontrollierens entsteht, muss die Bereitschaft da sein, zu sagen, raus. Wenn ich das dann noch unterschreite, das wäre die letzte Konsequenz. Oder wenn ich in dem Moment, wo du versuchst zu reagieren, dann doch den Abstand nochmal ändere, dann ist das natürlich ein Problem. Aber du musst halt irgendwie mal einen Erfahrungspool kriegen, ne? Von wo es. Okay, mal sehen, was wir auch hier. Hoffentlich schon wieder Chaos, das ist jetzt noch. Ich mache es. Wir gehen jetzt was. Wolltest du noch mal machen?
Ich bin das jetzt nicht. Arigato gozaimasu. Ja. Ich habe es anders verstanden. Ich habe es verstanden, dass der dafür aktiv den Abstand kleiner macht. Thank you.